Oh no, Gringe! Okay Leute, bevor das Video startet, möchte ich nur kurz darauf hinweisen, der Typ, das ist also, es ist ein Real-Life-Video und der Typ bin nicht ich, sondern ein Freund von mir, der heißt Diego. Und ja, mit dem sind wir zusammen in einen Wald gegangen und ja, den Rest seht ihr eigentlich im Video. Ich würde sagen, lasst euch gefallen, lasst ein Like, ein Abo da, schaut im Discord und jetzt geht's los mit dem Video. Woo! Okay Leute, wir haben jetzt einen neuen Ort. Nachdem wir herausgefunden haben, dass der Toilettenwald nicht so erlaubt ist, haben wir jetzt ein neues Ziel. Das ist dieser Wald dort hinten, ne? Wo man einfach nicht vorbeigucken kann. Nicht verwechseln mit dem da, der da. Einfach diese riesige Wand aus Bäumen. Da gehen wir jetzt rein und mal schauen. Wir waren beide noch nicht drin. Wir wissen uns nicht, was uns da drin erwartet. Und wir hoffen, dass wir irgendwas Paranormales entdecken. Mal gucken. Und wir geben euch, wir melden uns wieder, wenn wir dann da sind. Junge, ich wollte eigentlich gerade ein Landschaftsvideo machen, aber was sind das denn, Leute? Das sind Leute. Da ist jemand mit seinem Hund. Da ist ein Hund? Hä, wir haben uns auch gesehen, da haben wir das gerade gesehen. Okay, Leute, wir haben jetzt gerade gesehen, dass wir hier nicht alleine sind. Das ist ja nicht die schlimme Nachricht. Die schlimme Nachricht ist, er kommt her. Und darauf habe ich keinen Bock. Du kannst ja nachher. Der geht übers Feld sogar, glaube ich. Der kommt her, Alter. Scheiße. Da sieht noch ein Scheißhaus. Hey, nimmst du. Hey, komm, wir sind hier. Hallo, ist ja egal. Leute, nochmal. Also, wie gesagt, wir wollten da oben eigentlich gerade so eine geile Landschaftsaufnahme machen. Auf einmal kommt da ein Hund hin. Das wäre irgendwie so ein Wildschwein. Mit Hund. Am Anfang ist ja ein Wildschwein. Okay. Weil das wäre irgendwie schlimm. Der sieht halt so hart aus wie ein Jäger, ne? Ja. Nicht, dass er uns gleich schießt. Ja, wahrscheinlich. Wer kennt sie nicht? Die Rehe mit den roten und grünen Rucksäcken. Und mit Kleidung an und so, alles klar, kein dran. Junge, Junge. Ja, weißt du, hier ist alles dunkel. Wir gehen in den dunklen Teil des Waldes rein. Ist ja eine geile Idee. Wir müssen gucken, wenn der Zug kommt, dann wieder. Der ist so lange gegangen. Der kommt gleich raus und schießt uns. Ja, warum haben wir noch auf die Füße? Jagd die Sauce öffnen. Schusskolben und nicht gesetzt. Ich schaue hier gerade durch die Bäume, oder? Ja, siehst du auch schlecht, was, wenn du da durchguckst. Ja, okay, Leute, wir sehen uns, sobald wir mehr dazu wissen, okay? Also, wir sind jetzt vor dem Wald, in den wir jetzt reingehen werden. Wie wir hingekommen sind, haben wir nicht gezeigt. Es war aber nicht gemütlich. Vielleicht hört man im Hintergrund ja einen Fluss, durch den wir durchgehen mussten, was ziemlich kalt war und unbequem für unsere Beine. Auf jeden Fall sind wir jetzt da und da gehen wir jetzt rein. Kommt mit! Also wir sind jetzt hier am Wald und jetzt machen wir einen Ausrüstungscheck, weil wir, das ist ja eine Paranormal Activity Folge. Also nur kurz, ich bin auch im Hintergrund, hier bin ich. Ich helfe ein bisschen halt. Wir haben hier Thermometer. Also genau, damit kann ich jetzt so ein Piu 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 Laserteil machen. Genau, und das piept dann jetzt. Hier steht jetzt 10,6 für die Temperaturen mäßig. Das heißt halt, dass so ein Geist mir halt irgendwo hinfasst. Kann ich halt so draufleuchten, ne? Jetzt sehe ich hier mal einen roten Punkt. Jetzt hast du Krebs und jetzt stirbst du. Geil. Hier, ich habe jetzt 3,6. Bin nicht warm. Ich bin nicht heiß, ich bin cool. Genau, das heißt, ich kann jetzt hier rummessen und dann den roten Punkt. Jetzt können wir Scharfschütze spielen. Hast du ein Auto? Und Leute erschießen. Hier ist ein Auto, ne? Irgendwo. Minus 0.
Ja, okay, ja, mach weiter. Also genau. Das Ding hier ist für Geister. Das ist ein, wie heißt das, Kameramann? EMF-Räder oder Kantor. Also so habe ich es gehört. Und ganz wichtig, wir müssen dafür den Flugmodus einschalten. Diego hat seinen Flugmodus an und ich habe meinen Flugmodus, beziehungsweise Diego macht ihn noch an. Ich habe meinen Flugmodus schon an. Ja. Und dann piept es hier, wir haben jetzt hier so grün, dann wird es halt rot. Du musst, kannst es auch anmachen. Das heißt, hier haben wir USA und da haben wir, keine Ahnung, links. So, hier LED-Scheiße. Hallo? Ist hier ein Geist anwesend, meine Freunde? Nee? Alles klar. Also, dann haben wir, einen Moment. Zwei Funkgeräte. Gehen wir so Walkie-Talkies, falls wir verloren gehen, der Geist uns entführt. Die schalte ich mal schnell ein. Moment. Kann ich so... Hallo, was geht, meine Freunde? Was geht, habe ich davor so extra noch aufgeladen. Und, Diego, du hast es vergessen, wir haben noch zweimal solche, ich glaube, man kennt das so von Bodyguard, solche Headsets. Ja, genau. Die, die packen wir schon aus und dann zeige ich es euch an, Diego. Okay, wir benutzen jetzt das Teil. Sind jetzt hier an einer offenen Lichtung jetzt. Das haben Lichtungen an sich, dass sie offen sind. Und wir haben jetzt hier mehrere Wege. Wir sehen hier auch Spuren, das heißt, hier gehen auch Viecher so entlang. Oh, stimmt. Da hinten. Was ist das Blaue da? Das ist ein Schild. Wir werden jetzt das im Auge behalten. Wie hoch das steigt, ist es auf jeden Fall scheiße kalt hier drin. Deswegen werden wir später auch nochmal das Thermometer da rausholen. Und ja, dann checken wir mal. Das Gruselige ist, der Schnee ist einfach so steinhart, dass man auf den laufen kann. Ach, auf Schnee fliegt dann sonst immer. Ja, Junge, normalerweise sinkt man ja ein. Bei dem hier nicht, Junge, weil auf dem kannst du einfach laufen. Ja, du sinkst halt schon leicht ein. Also ja. Der Mond scheint. Dann melden wir uns wieder, wenn was Paranormales passiert. Also, es war jetzt hier gerade, jetzt gerade in der Zeit, wo ich gerade gesagt habe, okay, Leute. Junge, ich glaube, es kommt vom Wackeln, oder? Es kommt vom Draufschlägt. Geiles Ding, Alter, was ist denn den Scheiß hier? Also, wir haben jetzt hier nochmal drei hübsche Wege. Ich sag in den Wald. Da lang. Ja, will ich auch sagen. Und oder da lang. Obwohl, dann geht's ja auch da lang. Ich will nicht hochgehen. Hochgehen, immer schlimme Entscheidung. So, dann checken wir jetzt mal da und von da steht was. Wo? Ja, da. Achso. Ich will mir anschauen, was das ist. Boah, ich spüre irgendwie mein Handy nicht mehr. Das ist arg kalt. So Steine. Hä, aber hier ist auch immer der Schnee nicht mehr hart. Vielleicht war es ja der Jäger. Von vorhin. Das heißt billig. Hier nochmal Schritte. Junge! Die kommen ja alle von hier, ne? Die gehen alle in die Richtung. Das heißt. Lass mal die Schritte folgen. Folgen den Schritten, ja. Warte mal, der Jäger hatte ja vorhin auch einen Hund, ne? Der ist noch Hunde. Ist wirklich vielleicht auf uns schon geschossen, ey. Ich hab wirklich bloß die Angst, dass wir nicht alleine sind. Wenn wir alleine sind... Du fühlst dich gerade die Kasse von Oma beobachtet von jeder Ecke, ne? Ja, schau mal, wenn wir alleine werden, ist ja easy, chillig. Aber wenn wir nicht alleine werden, immer noch dieser creepy Jäger von vorn hier rumläuft. Oh. Keine Ahnung. Also der Jäger von vorn, den seht ihr später. Bei den... Beziehungsweise ihr habt den vielleicht schon gesehen, kann auch, wie ich das Video schneiden werde. Ich werde es einfach geil schneiden. Junge, ich hab mich fast gegen den Baum gelaufen. Seid für einen Sponsor. Kurze Info hier am Rande, nein, das Video war natürlich nicht, wir wurden hier nicht gesponsert, das heißt, wir haben es aber nur just for fun gesagt, das ist, weil es irgendwie cooler wirkt und so, wir bekommen dafür kein Geld, ich bekomme dafür kein Geld, niemand bekommt dafür Geld, wir haben einfach nur Sponsor gesagt, was irgendwie sich cool anhört, ist egal, ja, ist aber nur kurz die Info, dass ich dafür kein Geld bekomme.
Right. Genau mein Ding. Sprite. Jo! Oh, da steht jemand. Jo, Apo ist trocken am Start. Ich hoffe, ihr seid nicht mehr trocken. Heute sind wir hier an meinem Privatstrand. Es sieht vielleicht so aus, als wäre es ein ganz normaler Fluss. Aber das ist es nicht. So, wie wir hier stehen, ist das gut. Aber es ist nicht schön. Ich stelle mir ein Meer vor mit einer Brücke, die im Nichts aufhört. Ich zeig euch das mal. Schon viel schöner. Das ist immer noch ein EMF, oder? Pretty high. Hier ist so ein Futterhäuschen. Wir kommen hier aus dem Wald raus, da steht ein Haus. Ey Junge, was ist das? Komm mal her! Hier ist so viel Fell! Das ist kein Fell. Nein, das ist kein Stroh. Das ist Fell. So, zum. Wo sind wir denn jetzt? Junge, wir sind am anderen Ende der Welt. Der Rotter, diese Stellen, die kennt irgendwie keinen Schwanz. Hier? Hier ist eine Brücke. Also Leute, wir mussten. Wir brechen ab. Erstens, es ist halt einfach, es wird halt dunkel, ich habe keinen Bock, jetzt nachts durch den dunklen Wald zu gehen. Und zweitens, da war von so einem Jäger, kaum was das war, hat geschrien, wir sollen uns jetzt verpissen. Ist dann irgendwie abgehauen. Beziehungsweise er hat geschrien, wir haben gesagt, okay, wir gehen. Ja. Ja, also will ich sagen, das war's. Mit dem Video will ich mal sagen, wir gehen jetzt da. Zündet den Tornado um! Ja, wir gehen jetzt da so nach Hause über die Hauptstraße. Wir können entführt werden, aber wir gehen nicht mehr durch den Wald.